Willkommen meine lieben Freunde zu meinem neuen Let's Play. Falls ihr es nicht wisst, ich bin der Defa und ich werde ab heute für euch Superman 64 spielen. Ich habe schon einmal versucht und es war schrecklich. Diesmal habe ich mir jedoch etwas Hilfe geholt und werde in den Passagen, in denen ich durch Ring fliegen muss, ein Buch lesen lassen. Nämlich, ratet, Der Herr der Ringe. Richtig. Und ja, ich werde es von einer jungen Dame vorlesen lassen oder zumindest von einer weiblichen Person oder weiblichen etwas, um nicht uns zu beleidigen, aber naja, ihr werdet sehen. Auf jeden Fall, es geht los. Es geht los. In short time. Ja, Superman, ich weiß doch, ich kenne das doch. Naja, du wirst deinen Freund niemals finden in dieser virtuellen Welt. Bla bla bla. Und es geht auch schon los. Und hier kommt sie. Bitte Applaus für erstes German Steffi. Kapitel, ein lang erwartetes Fest, als Herr Bilbo Baldwin Baldwin ankündigte, dass er demnächst zur Feier seines 61. Geburtstages ein besonders prächtiges Fest geben wolle. Kann bei des Geredes und der Aufregung nicht möchte, in Hobbinnen so kein Ende. Bilbo war sehr reich und sehr absonderlich. Spielen, und seit er vor 60 Jahren warum ich hier Germans Steffi und der Herr der Ringe vorlesen lasse, hat den Grund, dass diese Musikkulisse hier bei Superman nicht unbedingt die Reichtümer, die er von seinen die abwechslungsreichste ist. Das ist waren vom mittlerweile Prinzip zu einer Legende immer ein und dasselbe im sich wiederholende. Deswegen habe ich gedacht, bringe ich etwas kulturell Wertvolles hier ein. Alten Leute und mussten, ja, dass der dann brauche ich auch nicht so viel zu reden, sei, da ich hier die Meistzeit noch leben würde. Schätze häuften. Und wenn das noch nicht Bam für seinen Ruf genügte, ja, gut, dann staunte man über die ungebrochene Lebenskraft. Die Zeit blieb nicht stehen, aber auf Herrn Baldwin schien sie wenig Wirkung auszuüben. Mit 90 war er nicht anders als mit 50. Als er 99 war, sagten die Leute, er sähe noch gut aus. Aber unverändert wäre es zu treffen der gewesen. Manche schütteln den Kopf und meinten, das sei zu viel des Guten, es sei einfach unbillig, dass jemand, anscheinend, ewige Jugend und obendrein noch angeblich unerschöpfliche Reichtümer besitzen sollte. Frag doch mal, dafür wird er bezahlen müssen. Fühlt sich sicherlich auch noch richtig jung. Es ist nicht mit jede Menge Zaster und ein schlechtes Ende nehmen. Aber bisher hatte es kein schlechtes Ende genommen. Und da wollte sie nicht kleinlich, weil mit seinem Geld waren die meisten Leute gewillt, ihm seine Seltsamkeiten und sein Glück zu verzeihen. Mit seinen Verwandten, außer den Sackheim Baldwins natürlich, verkehrte er freundschaftlich und hatte unter den Hobbits aus den armen und weniger bedeutenden Familien viele anhängliche Bewunderer. Doch besaß er keinen wirklich guten Freund, bis einige seiner jüngeren Väter heranwuchsen. Der älteste von ihnen und Bilbos Lieblingsvetter war der junge Frodo Baldwin. Als Bilbo 99 war, adoptierte er Frodo, setzte ihn zu seinem Erben ein und holte ihn zu sich nach Beutelsend. Und damit waren die Hoffnungen der Sackheim Baldwins endgültig zerschlagen. Bilbo und Frodo waren zufällig am gleichen Tag geboren, am 22. September. Du solltest lieber bei mir leben, Frodo, mein Junge, sagte Bilbo eines Tages. Bilbo, dann können wir unsere Geburtstage gemütlich zusammen feiern. Damals war Frodo noch in den Zwillingen, wie die Hobbits die Verantwortung 22er zwischen Kindheit und Mündigkeit mit 33 nannten. 12 weitere Jahre verstrichen. Alljährlich hatten die Baldwins gemeinsam sehr muntere Geburtstagsfeste auf Baldwinsend gegeben. Doch jetzt, hieß es, sei für den Herbst etwas ganz Besonderes geplant. Bilbo wurde 51, eine recht eigenartige 51. Zahl, und für einen Hobbit das heißt ein sehr beachtliches Alter. Selbst der alte Tug war nur 130 geworden, wusste, und Frodo wurde 33, 33, eine wichtige Zahl, der Zeitpunkt, zu dem er mündig wurde. Die Zungen standen nicht still in Hobbingen und Wasserau. Und das Gerücht von dem bevorstehenden Ereignis verbreitete sich im ganzen Augenblick. Wieder einmal wurden Lebensgeschichte und Charakter des Herrn Bilbo Baldwin das Hauptgespräch.
und die älteren Leute entdeckten plötzlich, ich will auch mal dass sehen, wie weit ihre ich hier Erinnerungen komme sehr beglatt mit Büchern lesen. Waren. Also, das ist jetzt niemand hatte aufmerksamere Zuhörer als der alte und ich habe Rangamchi, der Landauf. Landab, nach einiger als Vorbereitung sicherlich. Oh, er schwang seine Reden im Efeubusch, einer kleinen Gastwirtschaft an der Wasserauer Straße, und was er sagte, so lange dauern hatte einiges mit Gewicht. Denn er hatte 40 Jahre lang den Garten in Beutelsind betreut und war davor schon der Gehilfe des alten Höhlenmann gewesen. Insgesamt ist er der Gärtner. Da er selbst nicht mehr der Jüngste war und steif in den Gelenken, ist wurde die Hauptarbeit Kacke von seinem jüngsten Sohn getan, Sangamchi. Beide, Vater und Sohn, standen so auf schlecht sehr gutem Fuße mit Bilbo und Frodo. So gut, sie ihr habt's gesehen, oder? Ebenfalls auf dem Bühl, im Beutelhaltenweg 3, direkt unterhalb wie von so episch durch diese Ringe. Ein sehr liebenswürdiger und feiner Hobbit ist Herr Bilbo, wie ich schon immer gesagt habe, erklärte der Ohm. Und das war die reine Wahrheit, denn Bilbo war sehr höflich zu ihm, nannte kennt ihn Meister Harmfast und fragte ihn über den Gemüseanbau ständig um Rat. Was Wurzeln betraf, besonders Kartoffeln, wurde der Ohm weit und breit von allen, ich finde, sie kann das relativ gut vorher, selbst, oder? Als höchste Autorität anerkannt. Also könnt ihr Kommentare aber dazu schreiben, wie ihr das findet. Frodo, der bei ihm wohnt, fragte der alte Einzel aus Wasserraum. Beutlin heißt er wohl, Alten aber er ist Shit mehr als ein halber Brandbock, wird behauptet. Noch das einmal kann ich nicht fassen, Superman, dass sich irgendein so Beutlin gemacht aus Hobbingen da unten im Bockland eine Frau suchen muss, wo die Leute so sonderbar sind. Und kein Wunder, dass sie sonderbar sind. Barfelder Hitzifos ein, Ohms nächster Nachbar, wenn sie auf der falschen Seite vom Brandweinfluss leben. Seite. Und gerade vor dem alten Wald. Das ist einem klar, böser Ort. Wenn nur die Hälfte der Erzählungen wahr ist, da hast du recht, Väterchen, sagte der Ohm. Zwar wohnen die Brandybox nicht im alten Wald, aber allem Anschein nach sind sie eine sonderbare Sippe. Auf diesem großen Fluss treiben sie sich mit Boden herum, und das ist nicht natürlich. Kein Wunder, dass es ein böses Ende nahm. Aber seitdem, wie ihm wolle, Herr Frodo ist ein so netter junger Hobbit, wie man ihn sich nur wünschen kann. Herrn Bilbo sehr ähnlich und nicht nur im Äußern. Schließlich war sein Vater ja ein Beutel. Ein anständiger, ehrbarer Hobbit war Herr Drogo Beutlin. Er gab nie Anlass zu Gerede, bis er ertrunken wurde, fragten mehrere Stimmen zugleich. Natürlich hatten sie dieses und andere dunklere Gerüchte schon früher gehört, aber Hobbits haben eine Leidenschaft für Familiengeschichten und sind immer bereit, sie noch einmal zu hören. Ja, so wird erzählt, fuhr der Ohm fort. Ihr wisst ja, Herr Drogo heiratete das arme Fräulein Primula Brandybock. Mütterlicherseits war sie eine Base ersten Grades von unserem Herrn Bilbo. Ihre Mutter war ja die jüngste Tochter vom alten Tu gewesen. Und Herr Drogo war sein Vetter zweiten Grades. Bazooka-Männer hingestellt haben für ein einziges Polizeiauto. Also sein Vetter ersten und zweiten Grades. Um eine Generation verschoben, wie man so sagt, wenn ihr wisst, was ich meine. Und Herr Drogo blieb im Brandeschloss bei seinem Schwiegervater, dem alten Herrn Gorbaduk, wie er es oft nach seiner Heirat getan hatte, weil er eine Schwäche für dessen Weinbuddeln hatte und der alte Gorbaduk eine mächtig üppige Tafel hielt, und er ging auf dem Brandweinflussboot fahren, und er und seine Frau wurden ertrunken, und der arme Herr Frodo war noch ein Kind. Und überhaupt, ich habe gehört, dass sie nach dem Nachtessen im Mondschein auf dem Wasser fuhren, sagte der alte Eichler, und das Drogos Gewicht das Boot zum Sinken gebracht hat, und ich habe gehört, sie stieß ihn rein und er hat sie mitgezogen, ließ sich Sandigmann vernehmen, der Müller von Hobbingen. Du solltest nicht auf alles hören, was geredet wird. Sandigmann, verwies ihn der Ohm, der den Müller nicht sehr mochte. Es gibt keinen Grund nicht von reinstoßen und mitziehen zu sprechen. Sand auf dem Burger. Boote sind schon heimtückisch genug,
Auch wenn man still sitzt, da braucht man nicht weiter nach einer Ursache für das Unglück zu suchen. Na, jedenfalls war Herr Frodo nun eine Weise, und bei diesen sonderbaren Bockländern, wie man sagen könnte, gestrandet und wurde im Brandeschloss irgendwie aufgezogen. Ein regelrechter Pferch nach allem, was man hört. Der alte Herr Gorbadok hatte niemals weniger als ein paar hundert Verwandte im Haus. Kein besseres Werk hat Herr Bilbo jemals vollbracht, ja bitte so viele als den Jungen zurückzuholen, damit er unter anständigen Leuten lebt. Aber ich schätze, es war ein harter Schlag für diese Sackheimbeutel. Schon damals, als Herr Bilbo fortging und man ihn für tot hielt, hatten sie geglaubt, sie würden Beutelsend bekommen. Was war das jetzt? Und dann kommt er zurück und ehrt sie davon und lebt und sieht niemals einen Tag älter aus, auf sein Wohl. Und plötzlich hat er einen Erben und lässt alle Papiere richtig aufsetzen. Die Sackheimbeutlins werden nun Beutelsend niemals von innen sehen, oder jedenfalls stets zu hoffen, ein hübsches Stück Geld ist da oben versteckt. Heißt es, sagte ein Fremder, ein Geschäftsreisender aus Michelbinge im Westen, der ganze obere Teil eures Blüts soll ja voller Stollen sein, angefüllt mit Ruhen von Gold und Silber und Edelsteinen. Nach allem, was ich gehört habe, dann habt ihr mehr gehört, als ich dazu sagen kann, erwiderte der Ohm. Von Edelsteinen weiß ich nichts. Herr Bilbo ist freiewillig mit seinem Geld, und da scheint's keinen Mangel zu geben, aber von Stollenbauten weiß ich nichts. Ich habe Herrn Bilbo gesehen, als er zurückkam. 60 Jahre ist's wohl her, ich war noch ein Junge. Gerade hatte ich erst als Lehrling beim alten Höhlenmann angefangen, was das war, und doch nahm er mich schon mit drauf nach Beutelsend, um ihm zu helfen, da mir die Leute nicht überall herumtrempelten und durch den ganzen Garten marschierten, während der Verkauf im Gang war. Und mittendrin kam Herr Bilbo den Bühl herauf mit einem Pony und ein paar mächtig großen Taschen und einigen Kisten. Sicherlich waren sie hauptsächlich voll mit Schätzen, die er in fremden Gegenden gesammelt hatte, wo es Berge von Gold geben soll, wie sie sagen. Aber es war nicht genug, um Stollen damit zu füllen. Mein Sohn Sam wird mehr darüber wissen. Er ist Tag ein, Tag aus in Beutelsend. Verrückt nach Berichten aus alten Zeiten ist er und hört sich alles an, was Herr Bilbo erzählt. Herr Bilbo hat ihm seine Buchstaben beigebracht. Was kein Schaden ist, wohlgemerkt, und ich jetzt hoffe, es wird auch kein Schaden daraus entstehen. Elben und Drachen, sage ich als zu ihm, Kohl und Kartoffeln sind besser für mich und dich. Lass dich nicht hineinziehen in die Angelegenheiten deiner Herrschaft, sonst bekommst du Verdruss, der zu groß ist für dich, sage ich als zu ihm. Ich hab's eilig. Und das könnte ich auch zu anderen sagen, fügte er mit einem Blick auf den Fremden und den Müller hinzu. Aber der Ohm überzeugte seine Zuhörer nicht. Deswegen die Sage von Bilbos Reichtum hatte sich in den Köpfen der jüngeren Hobbit-Generation schon allzu sehr festgesetzt. Ach, er wird wohl zu dem, was er zuerst hergebracht hat, noch allerhand dazu getan haben, wandte der Müller ein und rückte damit die allgemeine Meinung aus. Er ist oft weg von zu Hause. Und seht euch bloß diese Ausländer an, die ihn besuchen, Zwerge kommen des Nachts, und dieser Zwerge alte wandernde Zauberer, Gandalf, und was nicht alles. Gandalf de Grau. Du kannst sagen, was du willst, Ohm, aber Beutelsend ist ein sonderbarer Ort, und seine Bewohner sind noch sonderbarer, und du kannst sagen, was du willst, weil du nämlich davon auch nicht mehr verstehst als vom Bootfahren, Herr Sandigmann, erwiderte der Ohm, und jetzt mochte er den Müller noch weniger als sonst. Okay, und ich denke mal, das wird jetzt auch reichen. Also ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe ich schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Superman 64 in diesem Sinne. Ciao, euer Derfer.